stellt man sich Bayern vor? Hässliche Menschen vor leeren Tellern und vollen Gläsern. Wenig Ausländer. Und der Laden ist sicher. Noch, wir wissen nicht, was passiert. Es wird viel passieren. Ob ihr, vielleicht können wir uns duzen, daran teilhaben werdet oder ob ihr euch innerlich ausgliedert. Ob ihr zu Schläfern im Sinne einer aufgeschlossenen Demokratie werdet. All das entscheidet ihr selbst. Ich werde natürlich dazu beitragen, dass man sich positionieren muss, denn es wird flächendeckend beleidigt. Ja? Totale Intoleranz. Ja? Total weckt bei manchen Leuten in Bayern falsche Assoziationen hervor. Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Und deswegen wird es Juden, Schwule, Neger, Türken, schwule Juden, Neger und türkische Schwuljuden mit Vorliebe treffen, aber auch Deutsche. Ja? Der Deutsche hat eine historische Verantwortung zum Humor. Das heißt, wer nicht lacht, ist Nazi. Nun, damit sind wir beim aktuellen Thema des Tages. Ich weiß nicht, ob jemand es mitbekommen hat, es war schwer zu übersehen und zu überhören. Robert Lemke ist tot. Und zwar seit 20 Jahren, hier in München bei einer Herzoperation, tragisch gestorben. Der andere, den Sie meinten, der hat sich den Freitod ja selbst ausgesucht und sich zum Mörder, seine Frau zur Witwe, seine Tochter zum Waisen gemacht. Und wir haben unseren Betroffenheitsduktus zelebriert und entdeckt, obwohl ich der Meinung bin, dass auch Tote verdienen, dass man Witze über sie macht. Ja? Depression sei ja eine Volkskrankheit, hat beispielsweise Frauke Ludawigs von RTL gesagt. Manche denken deswegen, Beerdigungen seien Volksfeste. Ja? Dem ist aber nicht so. Ich persönlich fand es ein bisschen verlogen, denn jeden Tag werden viele Menschen sterben, weil sie sich vor einen Zug schmeißen. Andere sterben, weil sie nichts zu essen haben. Wir entdecken ja unsere Betroffenheit meistens immer nur dann, wenn sie nah genug ist und wir die Protagonisten kennen. Es wäre schön, wenn wir beispielsweise unsere Fahnen auf Halbmast hissen würden, nicht nur, wenn jemand Amok läuft in Winnenden, ja, sondern auch, wenn 40.000 Kinder jeden Tag sterben in Afrika. Wäre schön, wenn wir ein bisschen empfindlicher wären, wenn wir empathischer wären, wenn manchmal moralische Ansätze unser Denken regieren könnten, als ständig diese Sensationsgier und der Voyeurismus und gleichzeitig auch der Exhibitionismus, der unser Handeln und Denken leitet. Ich mache mir profanere Gedanken. Ich habe nicht diese Berührungsängste wie andere. Ich habe mich beispielsweise gefragt, wie bringt sich ein Torwart um, ja, wenn er sich vom Zug schmeißt? So? Ne? Wer weiß? Ist es eigentlich schlimmer, dass ich die Witze mache oder dass Sie drüber lachen? Nun ja, das ist nur der Anfang. Es wird auch noch einige Passagen geben, die der ein oder andere, ich sehe, es sind Ältere unter uns, die sich wahrscheinlich vertan haben. Die dachten, gehen wir mal zum Kanaken. Das ist dieser Kaya Jana. Nein, ich bin nicht Kaya Jana, auch nicht Kaya Jana mit kreisrundem Haarausfall. Ja. Ich werde sowieso nicht das tun, was Sie erwarten. Das ist Prinzip bei mir. Ich finde es schön, so wie auch beim Sex, den anderen zu überraschen. Ja? Das ist im Kabarett und bei Comedy nicht mehr üblich. Kabarett und Comedy ist ja nichts anderes als dauerhaft praktizierte Missionarsstellung. Ja? Man erkennt sich nicht selbst in dem, was der andere sagt, sondern man erkennt nur wieder, dass er immer wieder das Gleiche sagt. Ja? Die großen Propheten dieser Belanglosigkeit füllen mittlerweile Olympiastadien. Mit ihresgleichen. Ja. Heike da, kennt ihr das? Ja, kennen wir. Heike, halt deine Fresse! Dieses Ablenkungsmanöver für Debile, ja, das funktioniert ja nur, wenn man genauso anspruchslos ist wie das Arschloch, das auf der Bühne steht. Ja? Ich hingegen bin der Meinung, Kabarett muss ein Pickel am Arsch des Zuschauers sein. Ja?
Er muss ein Schlag in die Fresse sein. Es muss wehtun. Er muss zumindest vulgärer, brutaler, ehrlicher sein als all das, was uns umgibt, was wir tagtäglich im Fernsehen sehen und hören. Und da machen Sie sich keine Sorgen. Ich kann das nicht toppen. Selbst wenn ich Begriffe sage wie Fick, Fotzen, dreckige Huren, Schlampen, Kimmensau, ja, bei denen sich die Fingernägel jedes Redakteurs kräuseln, weil er Angst hat, nein, der hat Kimme gesagt, aber privat geht er in Kinderpuff und bumst Schweine. Und hat dann Angst, dass er die Schweinegrippe hat. Die bekommt man nicht durch Analverkehr mit Schweinen, ja, sondern mit Leuten, die schweinisch sind höchstens, die sich in die Hand trotzen und dann sagen, hallo. Ja. Falls also den einen oder die andere stört, dass ich solche Begriffe benutze, ärgern Sie sich nicht, fragen Sie sich lieber, woher Sie diese Begriffe kennen, ja, und warum Sie es in Ihrem Kopf rekonstruieren können. Und auch da wird sichtbar, ich duze die Freunde und sieze noch die Feinde. Vielleicht kehrt sich das ja um. Es gibt ja viele Arschlöcher, die kommen, weil sie glauben, es wäre so eine Art Prüfung, die ich hier zu absolvieren habe. Ja? Wir gucken mal. Aber all das ist egal. Eigentlich wollen wir uns doch nur gehen lassen. Sie haben dazu schon gehörigen Schritt getan. Ja? Ich werde mich gleich anschließen und ein bisschen Katharsis in uns walten lassen. Ja? Unkontrolliert, intolerant sein, alles beleidigen, was uns in die Quere kommt. Wir haben genug Anlass dazu, wir leben in Zeiten des Mittelmaßes, ja? Deswegen ist das Olympiastadion ja auch voll, weil es einfach mehr Asoziale auf dieser Welt gibt. Ja? Wir werden sogar regiert von einer Regierung des Mittelmaßes, ja? Wir werden vertreten im Ausland von einem Außenminister, der vorher womöglich noch Sexualpraktiken hatte, ja? Die seine Autorität eher schmälern in Afghanistan. Einfach gesagt, kann man sich durchsetzen, wenn man vorher hingehalten hat? Ja. Gut, an Westerwelles Gesicht sieht man ja, welche innerparteilichen Grabenkämpfe die FDP seit Jahren mit sich austrägt. Ja. Und deswegen ist er nur ein williger Partner von Angela Merkel, die, wie ich glaube, der Mann in dieser Beziehung ist. Und so können Sie ein bisschen Mittelmaß, ein bisschen wohlfeile Politik zelebrieren, die eigentlich dazu führen wird, dass das, was wir vorher Schröder und Konsorten unterstellt haben, nämlich sozial ungerecht zu sein, jetzt verwirklicht wird, ohne dass wir es merken. Man merkt ja gar nichts mehr. Man ist ja so abgelenkt von den Ängsten, die einen bestimmen, ja, die inneren Diktaturen, die einen regieren, dass man die Revolutionen, nach denen man sich sehnt, schon längst ad acta gelegt hat. Und damit sind wir beim Hauptthema des heutigen Abends. Können wir diese Ängste erkennen, die uns regieren? Können wir herausfinden, wer diese Ängste initiiert und was bringt es für uns, das zu tun? Müssten wir da nicht eine Revolution starten, Abbitte leisten? Tatsächlich könnte es was bringen, Revolutionen zu starten, um sie dann, wenn ihnen ungerecht geschieht, in Schutz nehmen zu können. Dann wird nämlich Loyalität zu einem guten Ratgeber. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal beobachtet haben in den letzten Tagen, die Ängste, die ihr Denken, ihr Handeln regiert haben, liegen eigentlich ganz offen zutage. Die Schweinegrippe, allen voran, grassiert, obwohl niemand in unserer Umgebung sie hat. Die Zahlen irritieren uns. 5.000 oder 50.000, das kann man nicht einordnen. Man weiß ja noch nicht mal, wie viele Menschen an einer gewöhnlichen Grippe pro Jahr sterben. Man weiß ja noch nicht mal, ob Tuberkulose vielleicht eine viel schlimmere Krankheit ist oder Cholera oder AIDS. Hauptsache, wir schalten die Nachrichten an. Und irgendjemand sagt uns, Vorsicht, ja, du könntest dich anstecken. Ja. Und dann wackeln wir zur Impfung, obwohl die Impfung vielleicht viel gefährlicher ist. Wir haben ja heute gelesen, die Leute sterben an der Impfung, manche sogar an der Angst. Ja. Ja. Manche mögen es aber auch in dieser paranoiden Haltung zu verharren. Ich beispielsweise mag es auch. Ich glaube auch alles, was man mir sagt. Ich weiß vielleicht manchmal auch ein wenig dazu. Ja. Ich habe zum Beispiel geglaubt, die Vogelgrippe sei gefährlich. Und habe kontrolliert, habe ich jemals einen toten Vogel am Strand mit dem Mund aufgehoben? Ja. Aber nein, die Maul- und Klauenseuche habe ich auch mitgemacht. Rinderwahn habe ich überlebt. Ja. Obwohl ich dachte, Wissenschaftler haben es ja prophezeit, in 10 Jahren, wenn die Inkubationszeit von BSE vorbei ist, wird halb Europa ausgerottet sein. Ich habe es geglaubt. Ja. Erst nachdem ich die einzigen beiden Menschen, die so aussehen wie verrückt gewordene Rinder, gesehen habe, Charles und Camilla,
Da wusste ich, mich kann es nicht erwischt haben. Und dann kam die Chinesengrippe, dann kam noch eine Grippe aus Vietnam, obwohl man die ja eigentlich leicht unterscheiden kann. Vietnamesen mag ich auch nicht. Ja? Die besetzen ganze Armadas von China-Taxis und geben sich als Chinesen aus. Der Ausländer in seinem Ausländischsein hat ja auch ein Kastensystem erfunden, um sich dem Deutschen anzudienen. Da ruft man dann an, weil man chinesisch essen will. Und es hebt jemand ab und sagt, jeder Tag den guten Tag. Da merke ich doch sofort, da ist was faul. Das klingt doch nicht nach kantonesischem Akzent. Möchte die Frühlingrolle haben? Ja, wir haben Chopstuhl mit Dickfleisch, wir haben auch mit Schweinefleisch, wir haben... Habt ihr auch Artikulation? Und um den dann zu irritieren, ich bin ja mittlerweile sehr deutsch, frage ich dann, haben Sie auch V1? Oder V2? Gut, Irritation ist wichtig. Es ist keine Provokation, das darf man nicht verwechseln. Provokation kann man nicht anlegen. Ich weiß ja nicht, wie empfindlich Sie sind. Aber ich kann versuchen, Sie zu irritieren, damit Sie wenigstens einen fruchtbaren Gedanken in sich tragen und vielleicht sogar hier raus. Das ist ein hehrer Anspruch. Meistens gelingt das nicht. Gut, bei den Formaten, auf die man geeicht ist, ist das verständlich. Ja? Wenn Sie heute Fernsehen, dann sehen Sie Asoziale, die asozial sind für Asoziale. Ja? Die Ansprache wird auch immer primitiver. So primitiv, dass die einschlägigen Fernsehsender, die die Asozialen promoten, mittlerweile ihren eigenen Protagonisten nicht mehr vertrauen und sie untertiteln, obwohl sie Deutsch sprechen. Die Mama hat dir schon tausendmal gesagt, die Deutsche Scheiße lernt sein. Die Mama hat dir schon tausendmal gesagt, du sollst die Scheiße lassen. Du legst mir selber ein Ei. Bei Ossis würde ich es ja noch verstehen. Ich hasse Ossis. Früher waren sie froh, wenn sie über eine Mauer klettern durften. Und wir waren froh, wenn sie dahinter auf eine Tretmine gestoßen sind. Jetzt versperren sie uns die Skipisten und werden noch zum Mörder. Und dann fallen sie ins Koma. Und wenn sie aufwachen, sagen sie, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Aber daran, dass du Ministerpräsident warst, erinnerst du dich noch, du Knallpfeifer! So ein Kleinkrimineller zahlt heutzutage 60.000 Euro und ist rehabilitiert. Ja, bei anderen dauert 60 Jahre, bis sie rehabilitiert sind. Nun, falls Sie also gekommen sind, weil Sie dachten, Kajana oder politisch korrekte Kabarett-Scheiße, ja, ich beherrsche nicht mehr die Terminologie des politisch Korrekten. Ich sag allen alles ins Gesicht. Ja? Arschloch zum Beispiel. Wenn einer mir nicht gefällt, Arschloch! Ja? Ich lasse einfach raus. Arschloch! Und Sie können mich ja heute für Sie sagen lassen, was Sie sich nicht zu denken trauen. Und dann können Sie vielleicht morgen durch die Stadt gehen und befriedigt denken, Arschloch! Ja? Weil ich es ja für Sie schon getan habe. Es fühlt sich einfach gut an. Ich meine, Sie sehen Gesichter im Fernsehen. Arschloch! Es klappt nicht immer. Manchmal erwartet man ja auch noch was von Leuten oder möchte sich nicht verscherzen. All das ist bei mir vorbei. Ja? Ich bin nur noch pragmatisch. Deswegen heißt unser Programm heute Abend auch so, wie es nicht sein wird. Liest Reden, historische, von Osama Bin Laden bis Roland Koch. Ich habe mir gedacht, das hört sich gut an. Der Hassprediger feiert Opferfest im Schlachthof. Da kommen die Leute. Ne? Wenn ich jetzt schreiben würde, Serdar Somuncu liest Franz Kafka, da wäre die erste Reihe hier nicht da. Die kennt mich ja aus YouTube. Ne? Und scheitert schon an der Semiotik der ersten 10 Minuten. Während die letzte Reihe wahrscheinlich mich nicht aus YouTube kennt und mich erst in den letzten 10 Minuten zu schätzen lernt. Ja. Da kann ich nichts für. Die Erwartungen, die Sie mitgebracht haben, sind nicht meine. Erwarten Sie am besten gar nichts, dann werden Sie nicht enttäuscht. Lassen Sie sich lieber ein. Ja. Deswegen ist der Titel auch gelogen. Hassprediger gibt es nicht. Gab es auch vorher nicht. Früher habe ich immer Hitler auf die Plakate geschrieben. Hitler! Und alle... Yeah!
Es hat sich gelohnt. Mittlerweile wird Hitler mit mir verwechselt. Leute sagen, ach komm, das ist doch eh wieder der Kabarettist, dieser Türken-Kabarettist. Wenn Hitler das wüsste. Ja? Adolf, ja! Als wir heute im Schlachthof Hitler spielen. Nein! Der Türke. Ah! Naja, außerdem hat das einen ganz praktischen Grund. Ich kann nicht ins Internet gehen und recherchieren und bei Google eingeben, Osama Bin Laden, Roland Koch, George W. Bush, Adolf Hitler. Ohne dass ich befürchten muss, dass binnen 5 Minuten Rollstuhl Goebbels Innenminister Schäuble bei mir vor der Tür steht. Und sagt, Rasterfahndung. Nein, ich werde die Ausschnitte aus diesen Reden einfach in meinen Sprachfluss einweben und Sie werden entscheiden, ob Sie das erkennen oder nicht. Das wird sehr schwer, denn gemeinhin glaubt man viel und weiß sehr wenig. Deswegen ist es tatsächlich so, dass unsere Ängste regierbar geworden sind. Es ist nicht nur die Angst vor Krankheit oder die vor Weltuntergang. Der Wetterbericht suggeriert uns ja jeden Tag, die Welt sei am Ende, sie würde bald untergehen. 2 Grad kälter wird es und schon jammern wir. Nein, ist das kalt! Nein, ist das kalt! Ja, und RTL unterfüttert dieses Gefühl, indem Peter Klöppel behauptet, das sei der kälteste Winter seit Beginn der Wettermessung, Stalingrad ausgenommen. Ist es mal 2 Grad wärmer, jammern wir aber schon wieder. Nein, ist das warm! Nein, ist das warm! Und Peter Klöppel berichtet, es sei der wärmste Winter seit Beginn der Wettermessung. Ja, den Winter ausgenommen, in dem die Mammuts gestorben sind. Wir sind unempfindlich geworden für Realität. Wir leben in einer virtuellen Realität und deswegen ist unser soziales Netzwerk auch höchst künstlich geworden. Wir treffen uns nicht mehr mit Freunden, um uns anzufassen. Wir lernen uns nicht mehr kennen, um zu entscheiden, ob jemand sympathisch ist. Nein, wir schicken Freundschaftsanfragen. Thomas möchte dich als sein Freund hinzufügen. Ich füge einen Freund nicht einfach hinzu. Ich entscheide erstmal, ich wäge ab, ich rieche an ihm. Ja? Vielleicht penetriere ich ihn auch zwischendurch oder sie. Ja? Und dann entscheide ich, nein, es ist nur ein Kamerad. Ja? So macht man das bei der Bundeswehr. Ja? Oder ich stelle fest, es ist meine Tochter oder ich weiß es nicht. Was ist das für ein Ho-Ho-Ho-Lacher? Haben Sie den Namen parallel gedacht? Ich habe es nur gesagt. Aber tatsächlich ist das auch ein Teil unseres komplett und gemeinschaftlich praktizierten Voyeurismus, dass wir die Namen der Protagonisten erkennen, weil wir auf Spiegel Online und überall minutiös jeden Bericht verfolgt haben und wissen, wenn jemand sagt Tochter und Keller verließ zugleich, dann handelt es sich um Fritzel. Und über den macht man keine Witze. Quatsch! Warum denn nicht? Sobald etwas in der Öffentlichkeit ist, hat es verdient, dass man Witze darüber macht. Ich beispielsweise habe mich wieder ganz praktische Dinge gefragt. Was sagen diese armen Gestalten im Keller von Amstetten zu ihrem Peiniger? Ja, sagen sie Opa oder Papa? Ja, oder gleich Popa? Ist doch irritierend. Nun, es geht also nicht nur um das Wetter, um den Weltuntergang, sondern es geht um viel profanere Dinge. Es geht darum, dass Sie bewegt werden. Ja, es gibt eine Gegenmacht zu mir, die Sie auch bewegen möchte, nämlich in den nächsten Laden, damit Sie kaufen. Kaufkraft soll generiert werden. Und wenn Ihre Angst dabei diffus genug und stark genug ist, dann tun Sie das umso lieber. Ja, Sie glauben, die Welt geht unter, aber Sie vergessen, vorher stirbt noch Johannes Heesters. Ja, das wäre ja ein Indikator, ein Nachweis dafür, dass es soweit sein könnte. Solange der noch lebt, können Sie Ihre Koffer ungepackt lassen. Ja? Und dann sagt man Ihnen noch viel schlimmer, es ginge nicht nur um Weltuntergang und Krankheit, sondern auch um wirtschaftliche Dinge, um Ihr Portemonnaie. Erinnern Sie sich, was man uns seit 8 Monaten einhämmert? Die größte Krise aller Zeiten, die kommt noch. Die ist nicht da. Und wir erstarren zu Salzsäulen und fragen uns, woher, warum? Wer hat sie verursacht? Manchmal kommt mir das vor wie ein kleines Kind, dem man präventiv erstmal eine Ohrfeige gibt, so das! Und wenn es fragt, warum, weiß ich noch nicht. Wir wissen es doch nicht. Wir wissen nur, die Krise kommt.
Unsere Kanzlerin sagt zwar, wir sind gestärkt in die Krise gegangen, aber wir wissen nicht, wie wir wieder rauskommen. Und warum überhaupt? Vielleicht bleiben wir drin. Das Einzige, was wir wissen, ist, wir spüren nichts davon. Schauen Sie mal an sich runter, Sie sind fetter als je zuvor. Sie fahren nicht ein, sondern drei Autos, Sie fahren 10-mal in Urlaub, haben vielleicht sogar ein Urlaubshaus irgendwo. Von Krise kann keine Rede sein. Gleichzeitig wird gesagt, der Geschäftsklimaindex sei aber gut. Was für eine irritierende Meldung! Die Krise kommt, der Geschäftsklima ist gut! Nun, es geht um Folgendes. Lassen Sie es sich von mir erklären. Die Binnenkaufkraft soll gestärkt werden. Das heißt, Sie haben zu viel gespart. Sie sind Manfred Krug in die Falle gegangen und zu Kleinaktionären geworden. Ja? Haben T-Online-Aktien gekauft, obwohl das die unseriöseste Firma der Welt ist. Ja? Die sagen, wir kommen zwischen 8 und 18 Uhr. Wieder die Ossis. Ja? Scheiß Ossis. Komm nach Deutschland, nehmen den Türken die Arbeitsplätze weg. Raus aus Deutschland. Früher waren wir Klassenfeinde. Jetzt stehen sie bei McDonald's hinterm Tresen und tragen die Insignien des Kapitalismus zur Schau und sagen, möchten Sie einen Hamburger? Sprich's erstmal richtig aus, du Zulu-Kaffer! Ja, ja, die Krise kommt noch und wir sollen unsere Kohle ausgeben. Und deswegen wackeln wir neuerdings auch sonntags ins Kaufhaus, weil wir vergessen haben, dass an anderen Tagen auch geöffnet ist. Hat ja bis 22 Uhr auf, muss genutzt werden. Da kommen Sie mit 10 Tüten raus. Und wem haben Sie Ihr Geld spendiert? Irgendwelchen Großindustriellen, von denen Sie nicht wissen, was Sie damit anstellen. So ist es auch in den Netzwerken. Da geht es nicht um Freundschaften, da geht es um Klicks. Da macht sich keiner Gedanken über ihr Sozialleben. Die Leute wollen Klicks generieren und damit pures Geld. Und sie melden sich auch noch an. Mir geht sowas auf den Sack. Ja? Ich will mit Thomas keine Freundschaft haben. Ich will auch nicht, dass Thomas merkt, dass ich mit ihm keine Freundschaft haben will. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Und deswegen akzeptiere ich ihn. Und dann habe ich die Scheiße erst am Hals. Dann muss ich jede Minute seines verfickten Lebens mit ihm teilen. Ja? Thomas hat eine Kackwurst geschissen. Möchtest du den Geruch mit ihm teilen? Nein, aber 5 Leute finden das gut. 4 haben selbst eine Kackwurst geschissen. Oder ob es bei Twitter ist oder bei StudiKZ oder bei irgendeinem dieser ominösen Gruppen, bei denen man sich anmeldet, weil man sich als Individuum nur noch durch die Zugehörigkeit zu einer übergeordneten Gruppe definieren kann. Man macht ja nichts mehr alleine, man ist nicht mehr Individuum. Ja, wir leben in Diktaturen. Wenn wir Sport machen wollen, dann spielen wir nicht mit einem anderen. Nein, wir kaufen uns teure Ausrüstung, weil wir überfettet sind. Können wir auch nicht mehr laufen, sondern wir gehen durch den Stadtgarten. Mit Stöcken und pressen unsere Würste in irgendwelche Leggings rein. Ja? So, dass mir schlecht wird vom Zugucken. Und ich eher abnehme als die Fettsau, die da geht. Nordic Walking. Du solltest besser Nordic Fucking machen. Und dann hat man ständig einen Kalorienzähler am Arm. Kalorien, damit man mehr in sich reinstopfen kann. Wir wollen ja fressen, 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 dauernd. Wir spüren noch nicht mal, was Hunger ist. Wir wissen nur, satt, 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 satt. Während andere Leute sich von einer Handvoll Reis ernähren, fressen wir uns um den Verstand. In einer Kochshow nach der anderen wird gehackt, geschnitten, gepresst, zerschossen. Ja? Und Biolek riecht dann Weingläser und sagt, nee, nee, nee. Schmeckt nach Pflaume. Kommt drauf an, was man vorher im Mund gehabt hat. Scheiß Schwule. Ich meine den Pflaume. Komm nach Deutschland, nehmen uns Türken. Hier, nein! Ich bin durch und durch heterosexuell. Ich lasse mir doch hinten nichts reinstecken. Da kommt bei mir was raus. In was für einer degenerierten Gesellschaft leben wir, in der sich Männer gegenseitig irgendwelche Körperöffnungen größer und kleiner machen. Ja? Und wenn es nicht reicht, sich sogar von Pferden nehmen lassen, nachdem sie den Gaul vorher mit Pheromonen eingerieben haben.
Ja, weil sie geil werden auf nackte Pferde. Pferde sind in der Regel immer nackt. Und der Gaul hat auch keine Ahnung, wo er aufhören muss. Ja, der zieht einfach durch. Ramme! Und der Typ ist tot. Vorher war er noch geil. Jetzt ist er tot. Aber geil tot. Sie merken, es hat was Eklektisches. Die Krise und die Ablenkung gehen einher. Ja? Je größer die Angst vor der Krise, desto banaler die Ablenkung. Und deswegen hat es was von Mittelalter, was wir gerade erleben. Und deswegen lohnt es sich, das zu hinterfragen, wenn Sie aufgeschlossen sein wollen, wenn Sie die Möglichkeiten nutzen wollen, die Ihnen das Internet beispielsweise bietet, nicht nur um sich zu vernetzen, sondern auch um ein Netz in Ihrem Kopf zu spannen, was Sicherheit geben kann. Ja? Dann müssen Sie aber anfangen, Schritte zu gehen in sich. Dann müssen Sie ein bisschen Mut haben und Courage, die mehr ist als nur etwas, was im Affekt entsteht. Sie wird erst in der Ausdauer glaubwürdig. Und jede Einzelne von Ihnen ist daran beteiligt. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist ein Stückwerk von Individualismen. Das kann sehr kompliziert sein, ich weiß. Man hat lieber den Arsch im Warmen. Was macht man sich Gedanken über das Not und das Elend anderer Leute? Hauptsache, es geht einem selbst gut, aber warten Sie mal an den Tag, auf den Tag, an dem es Ihnen schlecht geht. Dann brauchen Sie Leute, die sich Gedanken über Sie machen. Und dann werden Sie merken, wie das ist, vielleicht eine Depression zu haben und alleingelassen zu werden, kein Geld im Portemonnaie zu haben und betteln zu müssen. Und nicht nur alles zu glauben, sondern mehr wissen zu müssen, um überleben zu können. Wer hat uns also die Krise eingebrockt? Waren wir es selbst? Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, wie das kleine Kind, das geohrfeigt wurde? Die Krise haben uns diejenigen eingebrockt, die uns Bonität absprechen. Ja, die Banken. Ja, gut, Sie dachten, mit einer Demonstration gegen den Krieg wäre alles getan. Und Ihre Patschefahne ist schon längst vergilbt. Aber es ging weiter und das Geld, das floss in Kriege, wurde irgendwoher abgepumpt. Und die Banken haben es irgendwem geliehen. Wem allem voran? Den Amis. Denn George W. Bush war nicht der schlimmste Präsident aller Zeiten. Obama ist nicht der beste und friedlichste aller Zeiten. Das ist positiver Rassismus ganz nebenbei. Obama ist erstmal nur ein Bimbo. Ja? Und seine Politik soll sich nicht an seiner Hautfarbe messen lassen. Ja, dass Sie, als er an die Macht kam, dachten, ja, jetzt wird alles besser. Bloß weil Michelle ein tolles Kleid trägt und George W. Bush vorher gestammelt hat, dass man ihm unterstellt hat, er wäre Legastheniker und Präsident zugleich. Ja, das ist Ihre Schuld. Die Ami-Politik ist immer gleich geblieben. Krisenherde schaffen, dann behaupten, die Bösen seien die anderen, dann Waffen verkaufen und dann daran verdienen. Das kann man in den letzten 40, 50 Jahren an etlichen Kriegen festmachen. In Korea, in Vietnam, im Iran, im Irak, wo die Amis sogar den Irak aufgerüstet haben, um gegen den Iran-Krieg zu führen. Sie haben Saddam Hussein erst zu dem gemacht, der er war. Ja? Freund und Feind wechselt dann natürlich schnell wieder die Position. Muammar al-Gaddafi beispielsweise, der ist jetzt Freund. Der war vorher Feind. Als er über Lockerbie hat ein Flugzeug abstürzen lassen und in Berlin eine Disco in die Luft gejagt hat, da stand er sogar vor Gericht als der gefährlichste Terrorist aller Zeiten. Jetzt wird er umarmt, geknuddelt und geknutscht. Ja? Bloß weil wir auf die Idee kommen, in unserer verfickten Wohlstandsgesellschaft Urlaub in Südjemen zu machen. Ja? Oder in der algerischen Wüste Motorradrallyes zu veranstalten. Und dann wieder freigekauft werden müssen. Ja? Und dann kommt ein Muammar al-Gaddafi natürlich sagt, ich spreche Arabisch und vermittelt mit seinen eigenen Leuten. Die haben gesagt, die wollen 5 Milliarden. Ähnlich ist es auch mit Osama bin Laden. Keiner weiß doch, wer ist Osama bin Laden? Ist er von den Amis geschaffen, eine Kunstfigur? Ja, ich denke da wieder ganz pragmatisch. Ja, meine pragmatische Denkweise überträgt sich ja auf komplexe Zusammenhänge sogar. Ich frage mich, wer filmt den Osama? Ja, wenn der da sitzt mit seinem Gewehr. Ist das so ein kleiner Typ mit so einer Hitachi-Kamera? Ja, steht so, Osama, mehr nach rechts. Ja. Ist das Gewehr im Bild? Und woher haben die DV-Kassetten? Sind die noch in Karachi in den Mediamarkt gegangen? Und haben gesagt, wir hätten gern 180.000 DV-Kassetten für die Neujahrsansprachen unseres Führers. Und finanzieren die damit nicht den Klassenfeind? Ich meine, eine Hitachi-Kassette wird doch irgendwo hergestellt, wo Kapitalisten leben. Das ist der Wahnsinn, der pure Wahnsinn. Deswegen lohnt es sich auch ein wenig, auf diesen Wahnsinn sich einzulassen, um daraus kreative, wehrhafte, künstlerische Aggressivität zu entwickeln. Das muss man ja machen. Wir haben ja die Möglichkeit. Wie gesagt,
Wir sind Schläfer im Sinne einer aufgeschlossenen Demokratie. Niemand kann uns verbieten, zu denken und zu sagen, was wir wollen. Wir können uns es zwar gründlich verscheißen, aber bei der nächsten Wahl kann sich schon wieder alles ändern. Da muss man das Kreuz nur ein bisschen weiter unten machen. Sie wissen, wen ich meine. Die CSNSDAPU natürlich. Ich habe mich versprochen. Ich meinte die ökologische Scheißdreckpartei. Ich wähle mittlerweile auch so nach Proporz. Denke, letztes Mal habe ich links, jetzt mache ich rechts, dann mal Mitte. Ja, demnächst wähle ich sogar mal NPD. Die haben es auch mal verdient, von einem Türken gewählt zu werden. Da schaffe ich mir meine eigenen politischen Programme. Je stärker die NPD ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eingeladen werde auf Veranstaltungen gegen Nazis. Das darf man der NPD nur nicht sagen. Die Krise haben die Banken verursacht. Das ist ganz klar und deutlich zu sagen. Die Banken sprechen uns Bonität ab. Wenn einer von ihnen Geld braucht und in eine Bank geht, sagt der Mann, nee. Selbst wenn sie es erklären, ich muss Drogen verchecken. Nein. Nun kommt aber die Bank zu ihnen, ne, und sagt, hör mal, ich habe mich hier verzockt. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Wofür? Wie viel denn? 800 Milliarden? Was? Und du hast doch Steuergelder. Nein. Aha, ich soll also meine Steuergelder der Bank in den Arsch pumpen, weil sie Kriege mitfinanziert hat, überall auf der ganzen Welt. Kriege kosten Geld. Sie hatte aber eine Option. Die Amis haben der Bank gesagt, wenn wir das Erdölmonopol haben, mit dem Zugang zum Persischen Golf, dann können wir die Preise erhöhen und senken. Die OPEC macht das ja seit Jahren. Hat aber nicht geklappt. Die Preise sind hochgegangen. Was haben sie gemacht? Sie haben aufgehört, Auto zu fahren. Und dann kam die Autoindustrie, hat gesagt, wir können günstigere Autos machen. Wir können schöne Autos machen. Fuck und wrack dein altes ab. Und jetzt soll ich einen Opel kaufen? Was soll ich denn mit dem Opel, bitteschön? Opel kann von mir aus verrecken. Die einzigen Unternehmen, die an der Börse Glück haben müssen, sind Billy Boy, Nutella und Leopardpanzer. Aus meiner Sicht. Ja, hat nicht geklappt. Ja, und jetzt muss unser Geld in Umlauf gebracht werden. Wenn wir es gespart haben und nicht rausgeben wollen, dann sollen wir es wenigstens verkaufen, einkaufen, versteigern, herausgeben. Ja, aber ich weiß nicht, ob Sie das wollen, wenn Sie nicht wissen, wofür. Sie würden jedem Geld leihen, der mehr Bonität hat als die Banken. Wenn die Banken ihre eigene Bonität mal überprüfen müssten, da wäre alles dicht. Da wäre Ackermann schon längst im Knast. Kackermann. Ja? Parallel übrigens zu diesen Szenarien werden wir unterhalten. Ja, und damit beginnt meine Lebensgeschichte. Sie ist nämlich genauso ambivalent wie die Situation, in der ich mich im Augenblick befinde. Ich bin weder Fleisch noch Fisch. Sie merken es, ich rede mit Ihnen in einer Sprache, die Sie verstehen. Ich sehe aber fremd aus. Irgendwie ist verdächtig. Und so geht es mir. Ich bin auf diese Welt geschissen worden. Ja. Als renitente Sau. Meine Mutter wollte mich nicht, mein Vater auch nicht. Es war Zufall, Ratschbumm, Klick, da war er. Und dann sollte ich abgeschoben werden, bin in ein katholisches Nonnenheim gekommen. Mit den Katholiken bin ich sowieso auf Kriegsfuß, seitdem sie mich festgebunden haben, ans Bett, an beiden Fesseln, an den Handgelenken, hier am Hals. Und ich wollte immer flüchten. Ich habe gesagt, eines Tages, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich den allen zeigen. Damit begann die Revolution in mir. Der Widerspenstige fing an, mein Denken und Handeln zu regieren. Und ich habe es geschafft, irgendwann rauszukommen. Und seitdem wurde mir aber immer wieder die gleiche Frage gestellt. Seitdem wurde mir immer abverlangt, mich zu positionieren. Die banalste aller Fragen, die mir gestellt wird, auch heute noch, fühlst du dich eigentlich mehr türkisch oder mehr deutsch? Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, türkisch zu sein. Ich weiß nur, dass ich Deutsche dazu bringen kann, sich deutsch zu fühlen. Da muss man nur von Moralkeule sprechen. Schon rottet sich der Deutsche zusammen, sagt, es reicht. Da muss man nur von Reparationszahlungen reden. Schon schimpft der Deutsche, was soll das? Wir können nichts dafür. Immer diese Schuld. Ja. Schon muss man sagen, ihr spielt Fußball wie die letzten Schwuchteln. Da sagt der Deutsche, aber wir sind eine Turniermannschaft. Man muss nur sagen, Polen schießen eure Tore. Da sagt der Deutsche, dafür haben wir Polen seinerzeit zerschossen. Der Deutsche dreht und windet sich und er findet immer einen Weg raus aus der Misere. Er ist auch sympathisch. Es gibt andere, die deutsch wirken, aber viel deutscher sind. Die Österreicher, die haben uns den Scheiß doch eingebrockt. Und jetzt tun sie so, als kennen sie ihn nicht mehr, den Mann mit dem Schnäuz und dem Scheitel.
Wir waren immer neutral, sagen die Österreicher. Mit 93,xy% haben sie dem Beitritt meiner Heimat ins Deutsche Reich zugestimmt. Ja? Und nachgeeifert haben sie ihm. Sie eifern ihm sogar noch nach. Manche kommen dabei tragisch ums Leben. Welche Tragik, ja, dass ein Nazi in einer Rechtskurve stirbt, weil er zu viel Gas gibt. Nun werden die Liberaleren unter Ihnen sagen, der war kein Nazi. Aber Nazi ist der, der Nazi-Texte spricht. Und Jörg Haider persönlich hat noch kurz vor seinem Tod Sätze gesagt wie: erfordere Internierungslager für straffällig gewordene ausländische Jugendliche, damit sie sich dort besser konzentrieren können. Das ist heute gang und gäbe. Ja? In der Schweiz ist das nicht anders. Der Menschenrechtsrat der Europäischen Kommission hat jüngst die SVP gerügt. Sie würde Wahlkampf auf den Schultern ausländischer Mitbürger machen. Es stimmt. Wenn Sie die Wahlplakate der SVP sehen, Christoph Blocher ist der Vorsitzende, da sehen Sie drei weiße Schafe, die einem schwarzen Schaf in den Hintern treten. Ja? Oder dunkelhäutige Hände mit langen Fingernägeln, die in Truhen greifen, auf denen das Schweizer Emblem zu sehen ist. Damit kann man in der Schweiz Politik machen. In Deutschland, Gott sei Dank, nicht immer und überall, je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut. Im Übrigen brauchen Sie keine Angst zu haben, wenn Sie deutsch sind. Es wird auch einen sehr türkenfeindlichen Teil am Abend geben. Ja. Wir wollen erstmal die Deutschen zu dem bringen, was ihnen gebührt, und dann überprüfen, ob die Türken toleranter sind als die Toleranz, die sie verlangen. In der Regel nämlich nicht. Und während Sie jetzt noch denken, der Türke lacht mich aus, warten Sie mal ab, wie der Türke gleich reagiert. Wenn Sie ihn auslachen. Ja. Die Forderungskataloge sind sich sehr ähnlich. Nun, man kann sagen, irgendwie bin ich froh, in diesem Land zu leben, obwohl ich mich nicht entscheiden kann und gar nicht entscheiden will. Ich weiß nicht, was es bedeutet, deutsch zu sein. Ich weiß nicht, woher der Begriff kommt, warum diese Fahne so ist, wie sie ist. Ich weiß, dass manche deutsches Reich mit Deutschland verwechseln, dass sie sich zurücksehnen in Zeiten, in denen Deutschland ein ganz anderes Land war. Ich weiß, dass wir nach 1945 eine neue Integrationspolitik zu bewältigen haben, die nicht damit beendet ist, dass wir von anderen fordern, dass sie sich uns anpassen und Leitkultur zu Begriffen stilisieren, die damit vielleicht zu erklären sind, dass man in eine Bratwurst beißt und danach einen Einbürgerungstest macht. Leitkultur ist etwas anderes, sich zugehörig zu fühlen, zu einer gemeinsamen Kultur. Und die existiert noch nicht. Denn während behauptet wird von großen Medien, gerade neulich habe ich einen Bericht gelesen in NSDAP Spiegel Online, hab's verwechselt, der Türke sei der am schlechtesten integrierte Ausländer Deutschlands, dann stimmt das schlicht und einfach nicht. Sie als Deutsche hätten doch auch die Möglichkeit gehabt, sich zu integrieren und beispielsweise Türkisch zu lernen. Ja? Ben şimdi sizin aranızdaki Almanlarla Türkçe konuşsam, bir kelime Türkçe bile anlamazsınız. 40 seneden beri burada yaşadığımız halde bir kelime Türkçe bile öğrenmemişsiniz. Neden acaba? Jetzt müssen die Deutschen einen Türken ihres Vertrauens fragen, ob ich ihnen nicht den Dschihad erklärt habe. Die Türken haben derweil den ganzen Teil davor auch verstanden und den türkischen noch hinzu. Es stimmt also nicht, die meisten Türken, die in Deutschland leben, können kein Türkisch mehr. Erinnern Sie sich doch mal, wann haben Sie das letzte Mal mit einem Türken in einer anderen Sprache gesprochen, außer auf Deutsch? Ja? Sind Sie in eine Dönerbude und haben gesagt, can you give me a portion of the turning thing there? Hören Sie auf. Ja? Und das Einzige, was Sie dann als Kompensat für Ihr schlechtes Gewissen entdecken, ist diese Übertoleranz. Wenn der Türke kommt und sagt, ich bin Türke, Alter, ich brauch Moschee. Ja? Dann reflektieren Sie nicht, Sie differenzieren nicht, Sie sagen, lass dem Türken doch seine Moschee. Der Jude hat doch auch seine Synagoge. Ja? Der Jude ist sowieso so eine Sache. Ich mag den Juden nicht. Er hat lange Fingernägel. Verkauft Teppiche, sagt Schäkel, Schäkel. Und wenn man ihm dann was anbietet, sagt er, ich nehme den Preis nicht an. Ich hab's verwechselt, ich meinte Zigeuner. Meine Intoleranz ist Zielzügel maßlos geworden. Ja. Manchmal ist Toleranz auch differenzierte Intoleranz. Wenn beispielsweise der Türke kommt, wie jetzt in Köln-Ehrenfeld. Köln ist ja eine unglaublich tolerante Stadt, bloß weil sich ein paar Schwule aus Düsseldorf dorthin verirrt haben. Ja.
schreibt der Kölner sich auf die Fahne, wir sind tolerant, tolerant. Gott sei Dank bringt sich dieser Moloch ja jetzt selbst zur Strecke. Ja? Durch den Bau der U-Bahn haben sie einen Teil geleistet. Und ihr Gedächtnis, das Stadtarchiv haben sie auch schon verloren. Ja? Bleibt die Hoffnung, dass ihnen die widerlichen Karnevalslieder nicht mehr einfallen. Ja? Belassene Scheiße fressen. Gut, hier heißt es ja Fasching. In Ostdeutschland Fascho. Der Kölner hat uns das eingebrockt. Ja? Die Türken, die DİTİB, das ist eine halbseidene Organisation, wollen in Köln eine Moschee bauen. 8000 Quadratmeter oder 80.000. Und die Kölner Gutmenschen demonstrieren gegen die Nazis. Die Nazis wollen natürlich die Moschee nicht. Wir wollen keine Moschee. Und die Gutmenschen sagen, ja, aber die Moschee. Weil sie gegen Nazis sind, sind sie indirekt für die Moschee. Ohne darüber nachzudenken, ob man eine Moschee braucht. Wenn man mich fragen würde, wäre die Antwort leicht. Nein! Ich brauche zum Beten keine 8000 Quadratmeter Moschee. Ich brauche zum Vögeln auch keine 80 Quadratmeter Muschi. Da reicht eine Idee. Oder ein Teppich. Aber dann sind die Türken sauer. Und schreiben mir Briefe. Du Arschloch! Du Hurensohn! Du hast unseren Propheten beleidigt! Du Hurensohn! Ich schicke dich! Oh! Weiß der Prophet das? Nein! Aber du spielst mit meiner Ehre! Hör auf, dir einen Sack zu fassen! Was soll das, Alter? Wasch dich! Den Deutschen unter Ihnen sei gesagt, die Türkei ist noch säkularisiert. Ja, Religion und Staat ist voneinander getrennt. Das versuchen nun die Totengräber der modernen Türkei zu unterwandern. Abdullah Gül, der aussieht wie sein eigenes Inzestkind, ja, der repräsentiert eine nach hinten gerichtete Türkei. So wie die Türken, die in Deutschland leben, diese Türkei repräsentieren. Die asozialsten, vor denen man Angst haben könnte, die leben hier mitten unter uns. Die Intellektuellen sind in der Türkei geblieben. Was sollen die auch hier? Ja, die Asozialen, die Szenarien entwickeln von ich schicke dich, ja, die haben eigentlich noch mehr Angst vor sich selbst. Weil sie homophob sind, ja? In Anatolien wackeln die in den nächsten Eselpuff, ja? Und verbieten aber ihrer Frau, ihre Haare zu zeigen, weil sie vor ihren eigenen Ängsten Angst haben. Und wenn sie aus dem Eselpuff rauskommen und man ihnen unterstellt, es sei eine leicht schwule Handlung, die sie da vollzogen haben, sagen sie, wieso, der Esel war Frau. Sagen Sie sowas nicht. Es gibt nur Ärger. Ich weiß auch nicht, wie es ist, Türke zu sein. Manchmal wache ich auf und ich fühle mich wie ein Hund. Bin ich dann Afghane? Ich möchte nicht wissen, wie es ist, sich nationale Identitäten zu geben. Ich möchte auch nicht, dass man religiöse Identität mit nationaler Identität verwechselt. Ich möchte, dass jeder das tut, was er will und dabei den anderen respektiert. So war es bei mir in der Schule nicht. Als ich zur Grundschule kam, wurden wir getrennt, die dunkelhaarigen Kinder von den Blonden. Da hieß es, ihr könnt besser unter euch bleiben und eure Sprache sprechen. Wir wollten die Sprache der anderen sprechen, das war die Sprache, die wir zuerst gelernt hatten. Und so entstanden Parallelgesellschaften, nämlich nicht dadurch, dass die hier lebenden Ausländer sich separieren wollten, sondern dass sie niemals eingeladen wurden, um an dieser deutschen Identität teilzuhaben. Wir sind versauert in irgendwelchen Ausländerbeiräten. Wir durften weder mitbestimmen noch irgendwas verlangen. Und dann irgendwann, nachdem man uns ghettoisiert hat, in Kreuzberg und in allen anderen Vierteln in deutschen Großstädten, hat man uns vorgeworfen, wir würden uns absondern. Dabei haben diese Integrationsmonster ihre Religion als Waffe entdeckt, um sich zu veröffentlichen. Ja, denn da findet es ja statt. Im Fernsehen. Denn auch das, was wir darüber wissen, kommt aus dem Fernseher. Normalerweise können sie nämlich Türken gar nicht unterscheiden. Hier sitzen mindestens zu viele, einige. Ja. Aber die erkennt man eben nicht, weil der Deutsche mittlerweile denkt, so sei es beeinflusst von einer tendenziösen Medienpolitik. Türke, Kopftuch. Nein, man kommt nicht mit einem Kopftuch auf die Welt, das schnallt man sich erst um. Ja. Dieses Symbol der Unterdrückung. Gut, es ist ein zwiespältiges Symbol, gerade in Deutschland, wo die Mädchen, die hier geboren und sozialisiert wurden, ein Kopftuch tragen und sagen, ich fühle mich wohler. Und parallel ein Stringtanga hinten rausschimmert aus der Hose. Und in der Hand halten sie eine Zigarette.
Und dann darf man im selben Atemzug nicht Fußball gucken, weil angeblich der Prophet es verboten hat. Der Prophet? Kannte der Fußball? Und warum hat dann der Iran eine Nationalmannschaft? Der Iran überhaupt, Ahmedini P. Didijad, ja? Mit dem größten Hip-Hopper aller Zeiten, ja? Ist eine wunderbare Nation. Ein Vorbild eigentlich für das, was passiert, wenn man die richtige Politik macht. Wenn ich in der Türkei Politik machen könnte, dann gäbe es einen Kopftuchzwang. Du musst das Kopftuch tragen! Und schon würden sie demonstrieren. Wir fühlen uns unterdrückt! Ja? Es scheint also ein Kinderspiel zu sein. Und deswegen hat es viele Parallelen auch zu meiner Kinderzeit, in der ich anfing, renitent zu werden. Ich habe randaliert in der Schule, später auf dem Gymnasium. Ich war einfach zu gut fürs Gymnasium und die Hauptschule. Und deswegen bin ich nur peripher in den Unterricht gegangen. Ja? Hab mich kurzzeitig dort aufgehalten, um politische Experimente zu zelebrieren. Wurde zum Schülersprecher gewählt. Dem größten Schülersprecher aller Zeiten, wie man mir heute noch nachsagt. Ich hatte unglaubliche Redekräfte. Und schon da habe ich entdeckt, Hakenkreuze malen ist leicht und macht Spaß. Und ich habe die ganze Schule voll gepinselt mit Hakenkreuzen. Ratsch, 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 ratsch. Und da noch ein Swastika. Ratsch, 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 ratsch. Bis ich erwischt wurde. Und der Direktor sagte, Herr Rutscho, bitte zum Direktorzimmer. Und ich auf die Frage, was haben Sie sich dabei gedacht? Spontan anstimmte, die Fahne hoch. Da war Schluss. Sie ist Vorsicht, Konferenz. Und um dem Beschluss dieser Nichtmenschen zuvorzukommen, dieser niederen Kreaturen, habe ich meine eigene Abmeldung geschrieben. Im Duktus meines Vaters, damit es nicht auffällt, stand da schwarz auf weiß, mein Sohn komme nichts mehr in Schule. Aber nur grün. Das war so glaubwürdig, dass es geschlagene 6 Monate dauerte, bis es auffiel. Ich war schon auf Abwägen. Ich wollte Musiker sein. Ich war verwegen, hatte mir ein Bärtchen stehen lassen, trug goldene Armkettchen und Netzhemden und sang in einer Band. Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain. I only want to see you standing laughing in the purple rain. I only want to be your weekend lover. I only want to be some kind of friend. Hat aber nicht gereicht zu einer großen Karriere. Haltet ihr mal die Fressen! Haltet ihr mal die Fressen, ey! Schwuchtelparade oder was? Haben sie euch beim Christopher Street Day nicht mehr eingeladen? Weil ihr zu schwul seid und eine Alibi-Frau mitgebracht habt? Fresse halt nicht, mach die Witze, du sitzt da. Diese Bande schreit Buh! Buh! Der einzige Mut, den du hast, ist bei mir Buh. Hast du Buh gerufen? Hast du Buh gerufen? Ja oder nein? Ich bin im Recall. Bist du Dieter Bohlen? Das, was du fixst, sieht ähnlich aus wie das, was Dieter Bohlen nehmen würde. Aus! Aus! Das hat er sich verdient. Ich meine, der Typ, der neben ihm sitzt, sieht doch aus wie Estefania. Sieht man die Arschkarte. Ich wollte Musiker werden. Bin dann aufs Konservatorium nach Maastricht, hatte aber keine Kohle. Zwischendurch fiel auch noch auf, dass ich nicht mehr zur Schule gehe. Mein Vater war sauer. Raus! Wurde ich rausgeschmissen, ausgebürgert aus der Familie.
fand es aber cool. Also bei minus 16 Grad im Stadtgarten. War super cool, bis Polizistinnen kamen. Polizistinnen. Ich liebe ja Polizistinnen und Soldatinnen über alles. Die sich so Männerklamotten anzwängen und dann die Taschenlampe immer so halten. Führerschein, Fahrzeugpapiere! Und dann rhetorische Fragen stellen. Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie angehalten haben? Nein! Sonst wäre ich ja weitergefahren! Bisschen geil machen mich diese Huren auch. Wären Sie mit einem Blastest einverstanden? Ja, komm! Warum nicht? Was kann man denn dagegen haben? Nimm nur die Mütze ab, die juckt mich an der Kimme. Ich habe übrigens einen super geilen Schwanz, habe ich ja schon gesagt. Nicht so hässliche Teile wie die deutschen Schwänze. Deutsche haben so riesen Lollos zwischen den Beinen. Die rubbeln die aber erstmal in der Dusche hoch, weil sie Schiss haben. Sind alle latent homosexuell. Dann rubbeln sie an sich rum, bis das Ding knallrot ist. Aber es gibt ja noch eine Endstufe, die überbrückt werden muss. Die Vorhaut. Da muss die Alte wahrscheinlich eine Stunde die Kobra beschwören. Ja? Bis sich Herr Eichel mal zeigt. Vorher ist dem Typen wahrscheinlich eine Kackwurst aus dem Arsch gefallen. Aber wir Türken, wir haben elegante Schwänze. Ja? Fünfköpfige Hydra. Wir umarmen die Frau. Wir bezirzen die Vulva. Und wir spritzen mit einer Geschmeidigkeit in das Vaginalrohr, dass man es am liebsten bis zu den Ohren durchpfeifen lassen würde. Ist das zu vulgär? Tut mir leid. Ich habe erst sehr spät Deutsch gelernt. Ich hab durchgeführt. Ich habe die Fickwörter zuerst gelernt. Ich weiß gar nicht, was sie bedeuten. Also ich war in so Germanisierungsseminaren. Ich gehe Schule, ficken Hure und so. Viele Türken reden ja so. Also Türken, die nicht nur Ersatzjuden, sondern auch Ersatzneger sind. Ja? Die sind mittlerweile Hip-Hopper. Yo, motherfucker! Ich komme aus dem Dreck! Ich schicke dich und deine Hurenmutter, du Alter! Ich komme aus dem Dreck mit der Popgun in der Hand! Mit der Popgun! Mit der Popgun! Mit was? Mit der Popgun in der Hand! Alter! Ich ficke dich! Und deine Hurenmutter! Dann bist du schwul und mein Vater! Ey! Und mit was kommst du aus dem Keller, aus dem Dreck? Mit der Popgun! Warum kommen die immer mit der Pumpgun aus dem Dreck? Reicht da nicht ein Lady Cold? Ja? Ich komme mit dem Lady Cold, Alter! Und warum können die kein CH sagen? Ich und immer ich. Ja, weil die Koryphäe des Hip-Hop, Bushido, es ihnen so vormacht. Literatur-Nobelpreisträger und Träger des Eisernen Kreuzes am Goldenen Band. Bushido. Ja, der wahrscheinlich Bushido heißt. Nur seinen eigenen Namen nicht aussprechen kann. Und noch so ein bisschen Kartoffelpüree am Mundwinkel hängen hat, während er auf die Straße geht und disst: Ich schicke euch, ich habe alles erlebt, Alter! Ich schicke dich und so, ne? Immer ficken, ficken, ficken. Ist doch anstrengend. Ja? Es gibt da aber eine Argumentationskette, die das entzaubert. Hm? Deine Mutter! Dann antwortet er: Deine Mutter! Da muss man sagen, deine Mutter liegt vor all die und deckt sich mit dem Fahrrad zu. Deine Mutter zieht LKW auf DSF. Ey, die Dönerbude hat angerufen, deine Mutter dreht sich nicht mehr. Und wenn das nicht mehr zieht, dann sagt man, ich bin deine Mutter. Und antwortet, ich bin deine Mutter, du Hurensohn. So kommuniziert man heutzutage. Ja? Ist ja auch okay.
Den Rest des Tages läuft man Amok. Neuer Volkssport. Ich hab die Schnauze voll. Ich geh jetzt Amok laufen. Ich zieh mir mein Ninja-Kostüm an. Und dann geh ich in die Schule. In einer verrückten Welt passieren verrückte Dinge. Das muss man so hinnehmen. Aber warum läuft man neuerdings mit einer Axt Amok? Ist das nicht ein bisschen anstrengend? Sind wir hier bei den Winnetou-Festspielen in Bad Segeberg oder was? Mit einer Axt? Ich glaube, es hackt. Ist doch anstrengend, einen Menschen zu zerhacken. Auf dem Weg nach Maastricht musste ich Geld verdienen. Und deswegen bin ich in ein Theater gegangen. Die Tür stand offen und habe gefragt, ob ich dort spielen kann. Hatte nie zuvor auf einer Bühne gestanden. Ich hatte es nur gesehen im Fernsehen. Götz-George, ja, Mann. Sagte, das kann ich auch. Bin in die erste Etage, der Mann fragte mich, Sie sind Schauspieler? Ich sagte, ja. Was spielen Sie? Mann. Bericht für eine Akademie, plumpste es mir aus dem Mund. Ich hatte es kurz vorher gelesen. Ein Ein-Personen-Stück, ein Monolog mehr. Und dann habe ich mir den Text drauf geschafft und habe zwei Termine vereinbart. Aber ich habe kein Geld bekommen, ich musste Geld zahlen. Saalmiete, 50 Mark. Ach, habe ich gedacht, kommen 100 Leute, 10 Mark pro Nase, hast einen riesen Reibach gemacht. Und dann stand ich am Abend auf der Bühne und habe gesprochen. Hohe Herren von der Akademie, Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein äffisches Vorleben einzureichen, und sah im Publikum eine ältere Frau sitzen. Die stand sogar nach 10 Minuten auf und fragte, ist hier der Töpferkurs? Ja, und zum ersten Mal habe ich gemerkt, an diesem Zeitpunkt, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen war. Ich wollte zwar Revolution, aber wie? Vor einer Person? Ich musste in mir selber eine Revolution anstellen. Und so fing ich an, mich zu suchen durch das Publikum. Das Publikum zu finden, um mich im Publikum zu suchen, ja. Und habe überlegt, erst muss ich es ködern. Es geht nicht mit Kafka, dafür sind die Leute zu unbedarft. Das langweilt sie, das lesen sie lieber oder gehen ins Staatsschauspiel. Ich muss also Titel erfinden, ich muss mich selbst stilisieren, Stereotyper werden. Und da fiel mir ein, ich bin doch Türke. Was also Einfacheres, als seinen Türken auf die Bühne zu stellen, ihn vorzuschieben und für sich sprechen zu lassen? Es gibt Türken, die machen das professionell. Bülent Ceylan, Kaya Yanar, Django Asyl. Aber das sind Pseudotürken. Kaya Yanar kann kein Wort Türkisch. Bülent Ceylan kann kein Wort Türkisch. Django Asyl kann so lala Türkisch, aber auch so lala Deutsch. Die spielen Türken so, wie sie glauben, dass sie Türken spielen müssen, damit Menschen, die nicht wissen, wie Türken sind, denken, dass Türken so sind, wie sie gespielt werden von Türken, die gar nicht wissen, wie sie eigentlich sein müssten, damit sie so sind, wie sie wären, wenn sie etwas wären. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe meinen eigenen Akzent gelernt. Bin dann zu Castings. Hallo, Kollege Scheißendreck. Komm mal hier, arbeite. Und dann habe ich super Rollen bekommen. Drogendealer, Autoverchecker, Zuhälter. Ja? Bis es mir bis hier stand. Weil ich mir auch noch Perücken aufsetzen lassen musste und Schnauzbärte angeklebt habe. Meine eigene Mutter hat mich nicht erkannt. Da hat sie gefragt, wo bist du? Ich war in den größten Häusern der Republik. In Bochum, in München, in Berlin, in Hamburg. Ich durfte keinen einzigen Satz auf Deutsch sprechen. Die intoleranteste Gesellschaft ist immer noch die, die auf der Bühne im Fernsehen stattfindet. Alltagsfaschismus. Ja? Und irgendwann habe ich beschlossen, ich mache mich nicht zur Nutte, weil selbst meine Mutter gefragt hat, wo bist du, wo warst du? Und ich antworten musste, ich war da mit der Perücke. Und sie gesagt hat, du Nutte! Ah, gut, habe ich gesagt, ich höre auf. Ich lasse mich von niemandem ins Karren mehr sparen. Schlarre. Und niemand kann es. Nach einer Stunde geht die Batterie kaputt. Dann kann kein Deutsch mehr. Kann man hier Batterie aufladen? Kann man mal Zimmer am Finger. Von niemandem jetzt kann spannen. Danke. Das ist schön gezogen, sag mein Mittelfinger.
Was ist das für eine Baskenmütze, die du da trägst? Reicht dein Gesicht nicht schon? Sag nichts! Da fällt mir super, da fällt mir Thomas Gottschalk ein. Der hat vor kurzem gesagt über das Dritte Reich, wenn ich solche Filme sehe, dann denke ich immer, ich wäre damals auch bei den Guten gewesen. Geil, der Gottschalk in der Resistance mit so einer Baskenmütze, das Dritte Reich nur gut und böse, ja, ein Film. Wahnsinn. Findest du auch, war das ein guter Witz, der jetzt auf die Baskenmütze kam oder hätte er ein bisschen... Kannst du Deutsch oder bist du hier Franzose, der hier rübergekommen ist, um Geld abzuzwacken? Ihr französischen Juden seid doch alle das... Wo war ich gerade stehen geblieben? Hä? Hey, davor hatte ich was anderes gesagt. Du hast nicht eine Sekunde lang zugehört. Ich reiß mir den Arsch auf, ich schwitze und du guckst hier in das Leere einfach Löcher in den Saal. Und setzt dich aber in die erste Reihe. Das spricht Bände über deinen Charakter. Mit der ersten Reihe. Mit der politischen Haltung würde ich da draußen vor der Tür sitzen. Was habe ich gesagt? Der letzte Satz! Du weißt es nicht mehr? Der Türke, der Stilisierte. Stilisierter Türke, Kanacke, ich hab auf. Nutte, Mutter. Nein, hör auf! Du nennst meine Mutter nicht noch einmal so. Ich wollte was Deutsches spielen. Ich hatte innerlich beschlossen, ich gehe in den Widerstand. Ich ziehe mir eine innere Baskenmaske auf. Ich lasse mich vor keinen Karren spannen. Nein, ich mache mein eigenes Ding. Ich will was Deutsches. Ich will nicht Anstandswauwau-Kanacke sein. Ja, Ersatzbimbo irgendwas. Ich will was Deutsches. 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 Und das wurde so deutsch, dass ich gar nicht mehr einhalten konnte. Deutscher, immer Deutscher. Es wuchs aus mir raus, es spross, es wurde immer gewaltiger, es ergriff Besitz von mir. Der Mann mit dem kleinen Schnäuz und dem Scheitel. Denn der war mir deutsch genug. Und so habe ich angefangen, meinen Kampf zu lesen. 1428 Mal und ich hatte mein Publikum gefunden. Nazis. Glatzen, die mich allesamt töten und häuten wollten. Die zu 300, 400 in der Vorstellung saßen mit Blicken. Wie die Irokesen, bevor sie einem den Skalp abschneiden. Und sie saßen auch in der ersten Reihe. Genauso dumpf. Und ich habe gemerkt, Sprache kann eine Waffe sein. Ich kann denen ihre eigene Ideologie vortragen, ohne dass sie merken, wer es ihnen vorträgt. Und sie halten es für Schwachsinn, weil sie gar nicht wissen. Ja, das hat funktioniert. Es funktioniert immer wieder. Zweiter Band, 11. Kapitel, Volk und Rasse. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen. Es liegen die Eier des Kolumbus zu Hunderttausenden auf der Erde herum. Nur die Kolumbusse sind eben seltener zu treffen. Muss man sich vorstellen, der Kolumbus hatte 100.000 Eier. Ja? Die waren so lang, dass sie auf der Erde liegen konnten. Und deswegen heißt die Mehrzahl von Kolumbus auch Kolumbusse. Und da hat der Nazi in der ersten Reihe angefangen zu lachen. Ich habe seinen Initialreiz befriedigt. Hat irgendwas verstanden. Eier, Kolumbus, ich weiß nicht. Sein Sitznachbar war noch skeptisch. So wie die bayerische Landesregierung, ja, die Urheberrechte zu meinem Kampf nicht rausrücken will. Weil sie das Gewissen der Deutschen in Schutz nimmt vor dem Angriff der subversiven Kraft. Sagt sie, nein, mein Kampf, nein. Das gehört ja dem Finanzministerium des Freistaats Bayern. Ja, das heißt, lange Zeit war Edmund Stoiber Nachlassverwalter Adolf Hitlers. Die Nazis sitzen dann da und man liest und denkt, ist das wunderbar? Die Sprache kann eine Waffe sein, du kannst reden und es sticht. Der Nazi macht und sein Sitznachbar macht. Und sie sind unentschieden, ob sie mich mögen oder nicht. Zuneigung oder Ablehnung. Ob sie es portionchenweise verteilen oder gleich die ganze Masse tsunamiartig über mich schwappen lassen. Ich rede weiter. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen. Die Tiere sind also in der Partei. Meise zu Meise. Fink zu Fink, der Nazi. Kriegt sich gar nicht mehr ein. Sagt jetzt mal, hey! Und je mehr ich lese, desto mehr stimmen sie ein in den Kanon der Unwissenheit und lachen gemeinsam zum Schluss an. Am Ende kommen sie zu mir, um mir Respekt zu zollen und gratulieren. Das war wirklich schön. Bis der eine merkt, wem er die Hand gibt und sagt, ja.
Und sein Kollege bemerkt, das muss man aber nicht so lesen. Und ich denke, das muss man aber nicht so schreiben. Und mich schnell aus dem Staub mache, bevor die noch zu politischem Bewusstsein erwachen. So habe ich jahrelang den Hitler gespielt, jeden Abend auf der Bühne gestanden, bis ich irgendwann Hitler wurde. Das hat seine Vorteile. Aus dem Weg, ich bin Hitler! Ich bin nachts aufgewacht. Und ich war Hitler, ich war everybody's darling. Mittlerweile wurde ich eingeladen von politischen Stiftungen, von Parteien, von Gewerkschaften. Es wurde Standing Ovations geklatscht, noch bevor ich was gesagt habe. Parallel dazu bekam ich Bomben- und Morddrohungen, aber das stählte meinen Willen nur noch mehr. Ich lasse mir doch von Nazi-Arschlöchern das Spielen nicht verbieten. Und so bin ich immer auf die Bühne gegangen, immer wieder. Aber die, denen ich auf den Kopf scheißen wollte, schon damals, als ich alleine auf der Bühne stand, die waren immer noch nicht da. Ja? Diejenigen, für die ich eigentlich gespielt habe, die ich in Schutz genommen habe, die waren immer noch nicht da. Die saßen immer noch zu Hause und haben kluge Aufsätze geschrieben gegen Rechtsradikalismus, für mehr Toleranz. Ja? Die wussten immer noch nicht, wie man alles glauben und nichts wissen kann. Und ich stand da und habe gedacht, diese Arschlöcher, ja? Arbeite ich mich an denen ab oder kann ich die abarbeiten? Wohin führt dieser Weg? Aber die innere Stimme hat geschrien, weiter, weiter, weiter. Ich war von dieser unbändigen Leidenschaft getrieben, mich selbst überzeugen zu wollen von einer Sache, von der ich gar nicht wusste, was sie ist. Ich habe einfach weitergemacht, einfach weiter. Ich habe die kugelsichere Weste angezogen, war mir scheißegal. Der Nazi ist doch so doof, ja? Der zielt doch nicht auf die Weste, der zielt doch auf meinen Kopf, dann bin ich eh tot. Ja? Und ich habe in Österreich gespielt, in Italien, in Dänemark, in Belgien, in Holland. Überall grassiert diese Krankheit, die sich Intoleranz nennt. Überall. Und irgendwann habe ich gedacht, Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nach 1428 Vorstellungen nicht mehr auf die Bühne gehen. Ich verliere das Gesicht vor mir selbst und vor den Leuten. Ich bin ein Äffchen geworden und habe aufgehört. Obwohl alle Häuser voll waren. Obwohl ich es die nächsten 20 Jahre hätte machen können und everybody's darling sein können. Nein, habe ich gesagt. Ich will doch renitent bleiben. Ich will die Fesseln abwerfen. Ich will den Leuten ins Gesicht sagen, was ich von ihnen halte. Und dass ich auch die Toleranz manchmal verlogen finde. Und dann habe ich mir ein neues Publikum gesucht. Mich selbst. Und habe den Faschismus in mir gesucht. Und ich habe ihn gefunden. Ich bin mittlerweile so ekelhaft wie die Leute, vor denen ich mich früher gegraust habe. Glatze, Doppelkinnwampe. Ich ertrage nichts. Ich gehe durch die Nachbarschaft und gucke, ob meine Nachbarn die Umweltplakette an ihrer Windschutzscheibe haben. Ich sitze den ganzen Tag in meiner Bude und resoniere und reg mich auf über Untermenschen und Herrenmenschen. Ich denke, ich bin was Besseres. Dabei bin ich genauso ein kleines, verlogenes Stück Scheiße wie jeder andere auch, dem ich es vorwerfe. Ich leiste doch keine Revolution, ich spiele hier nur den Robin Hood. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann ziehe ich den Schwanz ein. Ist doch leicht, von der Bühne so daherzureden. Im Privaten, da muss man es bringen, wenn es um Existenz geht. Um Verlust von Anerkennung, wenn die Ängste einen wieder regieren. Aber auch das kann man überwinden. Ich habe es versucht immer wieder. Und wo bin ich nicht überall gelandet? Ja. Mittlerweile beispielsweise versuche ich es an wehrloseren Exemplaren, an Kindern. Ja? Vielleicht kann ich mich bei Kindern durchsetzen und das ist dann die Vorstufe, um Erwachsene dorthin zu kriegen, wo ich sie haben will. In meine Gefolgschaft beispielsweise. Vielleicht bin ich ja ein Diktator, vielleicht könnte ich ein wunderbarer Diktator sein. Aber Kinder gehen mir auf den Sack, mit denen kann man nicht reden. Ja? Gut, wir Intellektuellen haben ja Gott sei Dank wenige Kinder, weil wir schaffen es nicht mehr. Ja? Wir sind über das Denken hinweg unfruchtbar geworden. Während sich die Asozialen nur angucken müssen, schon plumpst ihnen ein Embryo aus der Muschi. Und sie gebären mit einer Leichtigkeit. Sie gehen im Jogginganzug in den Kreissaal. Ich gehe eben mal Kind kriegen, ne? Und da habe ich mich hingesetzt, da kam der kleine Kevin, ich habe erst gedacht, ich muss kacken. Ne? Wenn man Kevin sieht, weiß man warum. Wir Intellektuellen schaffen das nicht. Wir müssen tantrisch tanzen, wir müssen Hormontherapien machen. Wir müssen mit unserem Hund zur Ayurveda-Therapie gehen. Ja? Wir wohnen am Prenzlauer Berg, Berlin-Mitte, früher ein Hort von Dissidenten, heute ein Moloch von Desorientierten. Große Wohnungen, Holzfußboden, Volvo V70, Golfausrüstung. Wir wählen auch nicht mehr Grün, sondern FDP, weil wir haben zu viel Kohle, wir müssen es irgendwie rechtfertigen. Ja? Und wir trinken Bionade, vorzugsweise im Doppelgeschmack, weil es ja Bio ist. Ja? Und weil wir nicht individuell genug sein können, machen wir Orange, Litschi, Ingwer, Kiwi, diesen Scheißdreck mit.
ja? Obwohl Bionade nichts anderes ist als Bierrest und Limonade Gift sein muss, damit sie schmeckt. Ich nehme doch auch schon durch das Leben den Tod billigend in Kauf. Was soll ich dann mit Biolade? Nächstes Mal gehe ich in so eine Kneipe, sage, ich hätte gerne eine Chemonade. Salpeter-Ammoniak-Geschmack. Überhaupt, die Läden heißen ja auch nicht mehr Kneipe. Feine Schankwirtschaft. Ja? Bäckerei heißt Brotmanufaktur. Schreibwarenladen heißt Papeterie. Ja? Was sind das für Namen? Können die alle kein Deutsch mehr? Schreibware! Brot! Ja, aber auch das muss besonders sein. So wie diese ganzen Opas, die jeden Sonntag durch die Innenstädte laufen, weil sie abspecken wollen und es Halbmarathon nennen, bloß weil sie den ganzen nicht schaffen. Und ich mit meinem Panzer nicht zum Bahnhof komme, um mir eine Zeitung zu kaufen. Ganze Innenstädte werden abgesperrt. Ja? Oder Fahrradfahrer, die den Col de Col besteigen, wo ich mit dem ersten Gang mit meinem Porsche noch nicht mal hochkomme. Alles findet zur gleichen Zeit statt. Kollektiver Wahnsinn. Ja? Wir leben im Zentrum der Bewegung, aber wir spüren uns nicht mehr. Und dann brauchen wir noch Kinder, Accessoires. Die gehören ja dazu zur Selbstverwirklichung. Aber die Frauen haben sich verloren. Zwischen Selbstverwirklichung und Tradition sind sie unfruchtbar geworden. Über 40 kriegen sie dann ihr erstes Kind, das zweite gleich dazu. Und gehen, geben sie die Namen ihrer Großeltern. Hildegunde. Ja? Oder wie die Kinder über mir. Leonie und Tristan. Kinder, Arschlöcher. Impertinente Drecksschweine. Latentterroristen. Nachbar-Taliban. Die wohnen über mir und zerfahren den Holzfußboden. Mit ihrem Bobbycar. Hin und her. Und Leonie springt Trampolin. Die Mutter lässt das zu. Ja? Die Mutter sagt ja bei jeder Bewegung, die ihr Sohn zu viel macht, mein Sohn hat ADS. Du hast ADS, du Mutterfotze. Und damit er sich nicht bewegt, stopft sie ihn voll mit Ritalin, bis er so große Pupillen hat wie die Köttbullar-Frikadellen, ja, die sie sich bei Ikea reinpumpen. Und dann den ganzen Tag dieser Krach, als würden die Amis über mir einmarschieren. Ich kann dir nichts sagen, ich bin ja mitverantwortlich für die Erziehung dieser Blagen. Gehe ich mal über Rot, guckt mich die Mutter vorwurfsvoll an. Ich gehe absichtlich über Rot. Sitze ich nachts um 1:30 in der Kneipe und spreche über rasierte Mösen, ja? Sitzt neben mir Ritalin-Junkie Tristan und fühlt sich gestört, weil er gerade Goethes Mein Kampf liest. Ich hab die Schnauze so voll. Ich würde am liebsten mal da hochgehen und den so richtig die Meinung geigen. Und so. Das war nur Wasser. In Köln mögen die das. Ich habe eine Taktik entwickelt, wie ich in solchen Momenten mich noch ein bisschen runterpumpen kann. Ich gucke Fernsehprogramme, die einen ruhig stellen. Schlemmerreise Bayern. Fünf Minuten und schon ist man im Otti-Fischer-Modus. Oder diese Tierdokumentation auf NDR. Ja. Gerade vor ein paar Tagen habe ich eine gesehen. Da lief so eine total lustige Musik. Und ein Sprecher sagte, Fridolin hat heute keinen Hunger. Fridolin war eine ausgewachsene Muräne und hat so geguckt. Und die Musik hat gemacht. Und Fridolin hat so geguckt. Und der Sprecher hat gesagt, Fridolin hat heute keinen Hunger. Und ich habe auf der anderen Seite des Bildschirms gesessen und auch geguckt. Und Fridolin und ich haben uns angeguckt. Fridolin hat heute keinen Hunger. Zwischen uns stand ein Mann, der hat an einem Stab einen toten Hering aufgespießt. Mit dem wedelte er so ins Aquarium rein und sagte, Guck mal, Fridolin, guck mal.
Während Fridolin überdacht hat, ob er zunächst den Fisch frisst oder vorher noch in den Ossi beißt. 7 Minuten lang habe ich mir das angeguckt. Geschlagene 7 Minuten lang. Und dann habe ich gesagt, Geschrei! Ich bring doch die Kinder um! Ich werde jetzt hochgehen und an meinen Nachbarn ein Exempel statuieren. Ein Zeichen für den Frieden setzen, meinen Inneren. Da bin ich ja hochgegangen. Und hab geklingelt. Da, 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 da. Und die Tür ist aufgegangen. Die Mutter stand vor mir. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Scheiße! Scheiße! Die Schnauze voll. Überall, überall dieselbe Kacke. Da will man mal Widerstand leisten, da klappt es nicht. Da scheitert man an sich selbst. Da habe ich überlegt, dann mache ich den Widerstand woanders. Bin ins Fernsehen gegangen. Fernsehen ist ein Hort von Alltagsfaschismus. Wer da alles gemobbt wird, was da alles zensiert wird. Redakteure, die in ihrem Namen entscheiden über gut und schlecht. Da kann man nicht alles sagen, was man will. Nein, da regiert pure Angst. Ja, da... Ja, da hat man so zu sein, wie vorgeschrieben wird, wie man zu sein hat. Ja, und das habe ich entdeckt und dachte, gut, da musst du hin. Und dann habe ich die sinnlosesten Dinge gemacht. Ich habe es mir, um ehrlich zu sein, mit allen so gründlich verschissen, dass ich weder eingeladen werde, noch werde ich erwähnt, noch werde ich geduldet. Ich werde einfach weggeimpft. Ist aber auch okay, wenn man gerne Virus ist. Denn die Leute kommen ja. Die Leute wollen was anderes als das, was die Redakteure meinen, was die Leute wollen. Es kommen junge Leute, es kommen Türken, es kommen Deutsche, es kommen Debile, es kommen Behinderte. Die gehen mir sowieso auf den Sack. Ja? Auch Behinderte übrigens haben ein Recht darauf, diskriminiert zu werden. Ja? Wir bauen die Läden um, zahlen nur die Hälfte des Eintrittspreises. Kann ich was dafür? Ja? Behinderte lachen sich über solche Witze tot. Weil sie sich endlich angekommen fühlen. Die Nichtbehinderten, stellvertretend, haben das schlechte... Ja? Deswegen muss man seine Meinung sagen. Man muss zu dem stehen, was man denkt. Erinnern Sie sich, wir sind Schläfer im Sinne einer aufgeschlossenen Demokratie. Keiner kann uns den Mund verbieten. Während wir mit dem Zeigefinger auf andere deuten und sagen, das sind die Bösen, haben wir längst schon getoppt, was böse ist. Wir sind nicht nur unempfindlich geworden, wir halten Diktaturen am Leben dadurch, dass wir sie ignorieren. Es ist erste Bürgerpflicht, seinen Arsch zu bewegen, manchmal in die Gegenrichtung, immanent zu dekonstruieren, manchmal von innen heraus, antistrukturell zu denken. Das will doch jeder von Ihnen, jeder will doch individuell sein. Deswegen tragen Sie doch alle unterschiedliche T-Shirts. Oder wollen Sie uniform sein, regiert werden, wie eine Horde Vieh? Gut, ich werde noch eingeladen. Von den falschen Leuten. Ich war auf dem evangelischen Kirchentag. Was ist aus mir geworden? Ich habe gedacht, komm, geh wenigstens zu den evangelischen Leuten, die haben dicke Titten und sind ungebumst. Und dann habe ich Gitarre gelernt und Hosiana, Hosiana. Quatsch. Merkel saß in der ersten Reihe. Und ich bin auf die Bühne, die innere Stimme hat geschrien. Lord! Kackwurst! Kackwurst! Und ich habe geschrien, nein, nein! Oh, jetzt hast du die Chance, sag allen eins ins Gesicht, jetzt hier! Nein, darf, nein! Und statt zu sagen, hallo, ich freue mich hier zu sein, endlich mal, ne? Habe ich gesagt, ich begrüße Sie im Namen des islamischen Fundamentalismus. Ein Jahr später haben mich die Katholiken eingeladen. Mit denen hatte ich ja schon Erfahrung. Da habe ich gedacht, na gut, komm, ich lass mich nicht lumpen. Die Katholiken sind nette Leute, die nehmen ja neuerdings sogar gestandene Nazis in ihre Kirche auf. Da war ich in Saarbrücken. Kann ich was dafür, dass direkt gegenüber der städtische Puff war? Die Kackwurst plumpste mir aus dem Mund. Gegen meinen Willen. Ich habe gesagt, der Papst gibt es, ich bringe es zu den Nutten. Schluss war damit, Katholiki-Miki. Ganz am Ende
Da keimte ein Fünkchen Hoffnung auf. Ich war gerade in mir angekommen, ich hatte mich positioniert. Ich wusste, vielleicht kann ich mich dem eklektischen Liberalismus endgültig und für alle Zeiten ergeben. Das Außenministerium. Nicht der neue, der alte. Steinmeier-Eiserbeißer schrieb mir einen persönlichen Brief. Der Außenminister möchte mit Ihnen zu Abend essen. Das ist okay. Ich habe Hunger. Dann bin ich nach Berlin, wo ganz viele Anstandswauwau-Kanacken waren. Und mit ihren Kärtchen wedelten. Der Typ von der DITIB. Hallo, Herr Außenminister, ich schicke mit der Moschema. Und andere Türken. Hip-Hop, wir sind die Underground-Kultur und so. Ne? Ich durfte neben dem Außenminister sitzen. Und fühlte mich wohl, das erste Mal. Ich war so... Bis ein Referent kam und mir ins Ohr flüsterte. Sie müssen eine Rede halten. Aber ich hab Hunger. Rede! Dann bin ich auf die Bühne. Dann habe ich gesagt... Sonst rede ich vor Asozialen. Heute darf ich mal vor der Upper Class der Asozialen sprechen. Und weil ich es gelernt habe, von anderen Kollegen, die ich allesamt hasse, weil sie Preise bekommen, die mir gebühren, beende ich diesen Abend profan, so wie einen normalen Kabarettabend. Ich habe das ja gesehen. Kabarettabende hören auf mit Musik. Dieser rumänische Lude mit dem Pferdezopf. Hagen Räther. Jeder Scheißsendung ist er. Neues aus der Anstalt, wobei ich doch der Einzige wäre, der hingehört. Aber nein. Also mache ich es Ihnen nach. Wäre gefällig. Das Lied hat keine Bedeutung. Nicht, dass Sie anfangen nachzudenken, das wär's ja noch. Es ist einfach nur ein Lied. Und danach sehen wir uns nie mehr wieder. Sie löschen das. Ich auch. Und schreiben Sie es nicht in Ihre verfickten Foren irgendwo. In Ihrer verfickten Mindersprache. LOL! Ruffel! Hammer, Alter! Zum ersten Mal alleine in unserem Versteck. Ich hab so kleine Beine, deshalb fress ich nur noch Dreck. Bist du einfach abgehauen? Komm zurück, hörst du mich nicht? Komm und tritt für mich, ich verbrenne innerlich. Komm und tritt für mich, rette mich, rette mich, rette mich, rette mich.